Hallo und herzlich willkommen zum Video, das sich mit dem Grundregelwerk der NWOD, der Welt der Dunkelheit, beschäftigt. Ja, dieses Buch umfasst insgesamt 241 Seiten. Ich hatte sogar schon in einem Video erklärt, wie man sich einen menschlichen, sogenannten Mortal-Charakter erstellt in der NWOD. Aber zu dem Buch selber habe ich eigentlich noch so gar nicht richtig was gesagt. Also, wenn man sich dieses Buch kauft und es bestenfalls noch liest, was findet man darin? Zunächst einmal gibt's ungefähr 30 Seiten Einführung, die eben in die Stimmung des Spiels, in die Atmosphäre, die Szenerie so ein bisschen einführen sollen. Ich hatte da schon ein bisschen was zu gesagt, was Welt der Dunkelheit sein soll, denn das spielt ja in der heutigen Zeit, aber in so einer Art Parallelwelt, die eben noch düsterer ist. Da zitiere ich mal ein Stück aus diesem neuen Grundregelwerk. In der Welt, die sie betreten werden, sind die Schrecken und Albträume aus unseren Sagen und Legenden keine Gruselgeschichten. Sie enthalten mehr als nur ein Körnchen Wahrheit, auch wenn die meisten Menschen dies nicht erkennen. Die Wahrheit, oder zumindest ein Teil davon, werden wir zu gegebener Zeit in anderen Büchern enthüllen. Doch sie brauchen diese Antworten überhaupt nicht, um ihre Reise anzutreten. Dieses Buch stattet sie mit allem aus, was sie zum gemeinsamen Erzählen brauchen. Gruselgeschichten, Geistergeschichten, Geschichten voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Geschichten über Menschen, die vermuten, dass sie die in den Schatten lauernde Wahrheit kennen, unter Umständen, nachdem sie einen unerwarteten und verstörenden Blick darauf geworfen haben. Ja, die meisten dieser 30 einführenden Seiten sind in Play geschrieben, also in Form von Briefen oder nacherzählten Geschichten von eben Figuren, von sterblichen Figuren, die eben solche Erfahrungen in der Welt der Dunkelheit machen. Das finde ich ganz gelungen, weil solche Geschichten einen noch eher an die Hand nehmen und einen Blick quasi hinter die Kulissen erlauben, als es einfach ein Text über Stimmung und Atmosphäre oder Szenerie eben machen würde. So, am Ende dieser Einführung gibt's jeweils zwei Seiten mit einem Regelüberblick zur Charaktererschaffung, ein Glossar mit wichtigen Begriffen aus der Welt der Dunkelheit, nochmal eine Übersicht über die Standard-Würfelwürfe, die es da so gibt und eben noch über Eigenschaften. Ist ganz praktisch, das heißt, wenn man das Buch mal gelesen hat und im Grunde die Regeln verinnerlicht hat, dann braucht man ja noch eine Weile, bis einem das Ganze quasi in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und da sind diese jeweils zwei Seiten ganz praktisch, weil sie einem ermöglichen, einfach mal schnell nachzugucken. Und man muss da nicht in Kapitel 1, in Kapitel 7, in Kapitel 5 oder so nachgucken, sondern hat alles auf einmal. So, es geht dann weiter mit Kapitel 2. Kapitel 2 umfasst 9 Seiten und befasst sich mit den Attributen. Das passt insofern ganz gut, weil es ja auch 9 Attribute gibt. Die werden also recht ausführlich beschrieben, was genau eben Manipulation, Präsenz, Intelligenz, Stärke etc. umfassen. Da gibt's auch immer Beispiele, etwa einprägen und erinnern, was würde man da werfen oder wenn man Beeinflussung widerstehen würde, sowas in der Richtung. Kapitel 3 ist ganz ähnlich, auch wenn es 35 Seiten umfasst, aber es gibt eben deutlich mehr Fertigkeiten. Hier werden bei den Fertigkeiten auch immer Beispiele angegeben und bei jeder Fertigkeit steht auch ein Beispiel dabei, was geschieht, wenn ich jetzt beim Einsatz dieser Fertigkeit einen Patzer, also diesen katastrophalen Fehlschlag würfle oder wenn ich einen Erfolg habe oder wie könnte man da einen spektakulären Erfolg darstellen, was sind mögliche Hilfsmittel, die eben Boni oder Mali auf den jeweiligen Wurf geben und ja, Spezialisierungen werden da auch beispielhaft für jede Fertigkeit angegeben. Kapitel 4 umfasst 17 Seiten und thematisiert die Vorteile, die es im System der WOD so gibt. Das sind einmal diese abgeleiteten Werte, die könnt ihr euch ja im Charaktererstellungsvideo NWOD nochmal ansehen. Also einmal Geschwindigkeit, Gesundheit, Initiative habe ich da als Inimod bezeichnet, Größe, die eben variiert. Menschen haben immer 5, aber wie groß ist beispielsweise ein Bär oder eine Katze? Das gleiche gilt übrigens auch für den Geschwindigkeitswert. Auch der wird für Schildkröten, Rehe, Geparden auch nochmal beispielhaft angegeben.
Dann Verteidigung, also Defense und Willenskraft. Wie kann man Willenskraft einsetzen und regenerieren? Dazu gehört eigentlich auch dann der Bereich Moral und Geistesstörungen. Es ist eben so in der NWOD, dass es einen bestimmten Moralwert gibt, Morality. Ich sagte ja schon, standardmäßig startet man mit 7 und jedem dieser Werte ist eine bestimmte Handlung zugeordnet, bei der man einen Entartungswurf machen muss. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel stiehlt oder jemanden bewusst verletzt oder sogar tötet, dann muss man einen solchen Wurf machen. Und wenn man den also nicht schafft, dann kann man Moral verlieren. Also man sinkt dann in dieser Skala ein wenig ab und dazu gehören auch die Geistesstörungen, die man eben entwickeln kann, wenn man solche Würfe eben verpatzt hat. Und was vielleicht ganz interessant ist für die, die die OWOD kennen, Geistesstörungen sind hier im Grunde genauso wie bei der OWOD, aber man hat die schon deutlich differenziert. Man bekommt hier erst immer eine sogenannte leichte Geistesstörung, die sich dann in eine schwere entwickelt. Also diese, ich sag mal, Hardcore-Geistesstörungen, die eben auch nicht unbedingt sinnvoll ins Spiel einzubringen sind oder schwierig ins Spiel einzubringen sind, die fallen hier zumeist unter die schweren Geistesstörungen und ja, dieses Problem umschifft man damit einfach ein bisschen. So, hier in diesem Kapitel finden sich dann auch Tugenden und Laster. Jeder Charakter sucht sich eine Tugend und ein Laster aus und wenn er sich demzufolge verhält, dann regeneriert er Willenskraft. Ja, die Tugenden sind eben Barmherzigkeit, Glaube, Gerechtigkeit, Hoffnung, Mäßigung, Seelenstärke und Umsicht. Und die Laster entsprechen den 7 Todsünden, also Hochmut, Zorn, Gier, Völlerei, Lust, Neid und Trägheit. Es ist im Grundregelwerk so, man müsste sagen, noch so, dass diese Sachen nachteilig für jemanden sein müssen. Also wenn man jetzt als Mensch einfach ein Knödel mehr isst oder zwei, als man vertragen würde, dann würde man nicht Willenskraft regenerieren, weil man seinem Laster gefrönt hat. Man würde nur dann den Willenskraftpunkt regenerieren, wenn man dadurch ein wichtiges Treffen versäumt oder wenn man dadurch einem späteren Kampf nicht mehr ausweichen könnte, weil man so vollgefressen ist, dass man nicht mehr rennen kann oder so. Also mal so ganz simple Beispiele. Also wenn man etwas Negatives dadurch hat, einen Nachteil dadurch hat, dann würde man das regenerieren. Das ist später wieder aufgeweicht bzw. aufgehoben worden. Im Grundregelwerk steht es aber noch so drin und deswegen benenne ich es hier halt auch einfach so. Dann folgt das 5. Kapitel, da geht es um Vorzüge und Schwächen. Und zwar auf 11 Seiten werden da geistige, körperliche und gesellschaftliche Vorzüge vorgestellt. Da hatte ich ja an verschiedenen Stellen in meinen Videos schon gesagt, dass man also den Hintergrund aus der OWOD und die Merits aus der OWOD im Grunde zusammengefasst und zusammengestampft hat. Also jetzt im Grundregelwerk ist es so, dass da 8 geistige, 23 körperliche und 10 gesellschaftliche Vorzüge enthalten sind. Da ist natürlich jetzt auch der Fokus wieder sehr auf die körperlichen gelegt. Das kann man so ein bisschen relativieren, weil man im Grundregelwerk beispielhaft auch schon ein paar sogenannte Kampfstile eingebracht hat. Es gibt ein Buch und zwar Armory Reloaded ist das. Da werden nochmal unglaublich viele Kampfstile eingeführt. Das sind eben so Sachen wie Kung Fu oder Boxen oder so, die man in verschiedenen Stufen erlernen kann und die einem dann quasi so eine Art besonderes Manöver erlauben. Die sind auch da drin. Körperlich ist auch nicht nur zu sehen im Bereich physischer Auseinandersetzung, sondern dazu zählen auch solche physischen Sachen wie Packesel, also viele Dinge tragen können, oder starker Magen, eben auch verdorbene Sachen beispielsweise essen können. Diese Vorzüge sind insgesamt teilweise mit Voraussetzungen belegt, so dass man also einen bestimmten Attributswert oder einen bestimmten Fertigkeitswert oder eine Kombination aus beidem haben muss, um bestimmte Vorzüge wählen zu können. Das noch so dazu. Im 6. Kapitel geht es dann los mit dramatischen Systemen. So heißt das Ganze. Um fast 29 Seiten. Da geht es erstmal um den Faktor Zeit. Also was ist eine Runde, eine Szene, ein Kapitel, eine Geschichte, eine Chronik in der NWOD?
Dann wird nochmal einiges zu Würfen erklärt. Also wie ist der Mindestwurf, dann die Regel der Ten Again, der Glückswurf, welche verschiedenen Handlungen es gibt, eben die einfache Handlung, die ausgedehnte Handlung oder eben erweiterte Handlung und der vergleichende Wurf, was ist mit Folgeversuchen, wie handhabt man die, wie setzt man Willenskraft ein an dieser Stelle nochmal und wie kann man als Team Dinge erleichtert schaffen, weil man einfach zusammenarbeitet. In diesem Kapitel findet man auch Regeln für Gegenstände. Die werden also eingeteilt in Härte und Größe. Daraus ergibt sich deren Struktur, was dann im Grunde der in Anführungszeichen Gesundheit eines Gegenstandes entspricht. Hilfsmittel werden hier auch nochmal vorgestellt. Das sind dann so Sachen, Erste-Hilfe-Koffer, Kfz-Werkzeug, Pfefferspray bis hin zum Bombenbausatz. Also im Grunde so eine Art Ausrüstungsliste, die aber allesamt eben auch entsprechende Boni bei bestimmten Würfen geben können. Und zuletzt finden sich in diesem Kapitel dann Regeln und Angaben zu Fahrzeugen, also auch die Härte von Fahrzeugen. Wie funktioniert das bei Deckung mit Fahrzeugen? Wie beschleunigen Fahrzeuge? Wie sieht es aus mit Zusammenstößen? Und es werden beispielhaft ein paar Kfz vorgestellt. Kapitel 7 hat zwar 39 Seiten, was relativ viel ist, aber jetzt nicht gerade der Großteil eines Buches, das 241 Seiten umfasst. Trotzdem ist dieses Kapitel zum Thema Kampf doch sehr, sehr vollgepackt. Da finden sich zum einen erstmal Regeln zu Kampfrunden, zur Initiative, Angriff, Schaden, Überraschung. Da gehören dann auch so Sachen zu wie Handlung hinauszögern, dann eben die Faktoren, die relevant sind für den Kampf waffenlos im Nahkampf oder Fernkampf, wie sieht es aus mit Verteidigung, wie weiche ich hier aus, bestimmte Manöver werden vorgestellt und die Bewegungsrate wird auch nochmal angegeben. Dann gibt es eben so Sachen wie automatisches Feuer, Schießen auf unterschiedliche Reichweiten, Zielen mit bestimmten Trefferzonen, Sturmangriff, Blindkampf, all solche Sachen werden hier benannt. Und man findet dann in aller Kürze noch Angaben zu Waffen und Rüstung. Diese Angaben reichen, wenn man anfangen will, in der NWOD zu spielen. Es gibt aber eben zwei Bücher, die sich speziell nochmal mit Kampfsachen beschäftigen. Das eine ist die Armory, wo eben jede Menge Waffen und Rüstung auch in unterschiedlichen Epochen nochmal beschrieben werden und mit Werten angegeben sind. Und Armory Reloaded, was sich eben noch mehr mit bestimmten Manövern und eben Kampfstilen beschäftigt. Damit ist das Kapitel Kampf immer noch nicht am Ende, denn in diesem Kapitel finden sich natürlich auch Angaben zu Gesundheit, Gesundheitsstufen, dann Schaden, eben der Schlagschaden, tödlicher Schaden, schwer heilbarer Schaden, Heilung, wie lange dauert das und wie genau wird geheilt, dann Regeln für den Gebrauch von Drogen bei Erkrankungen oder Einnahme von Giften. Regeln zu Erschöpfungszuständen und Extremtemperaturen, also Außentemperaturen in erster Linie, dann Regeln für Feuer und Mangelerscheinungen, also so Hunger-Durst-Geschichten, Sprengstoffe, Strom und Stürze aus großen Höhen werden hier auch noch thematisiert. Ja, und das letzte Kapitel des Grundregelwerks befasst sich mit dem Thema Erzählen. Hat fast so viele Seiten wie das Thema Kampf, nämlich 38. Hier werden verschiedene Grundlagen und Techniken erklärt. Also was ist ein Erzählspiel und was bedeutet es, ein Thema festzulegen oder eine Stimmung zu haben? Was für einen Handlungsstrang will man haben? Wie bringt man Konflikte ein? Wo kann man Inspirationen herbekommen? Wie setzt man Musik und Requisiten am Tisch ein? Wie kann man die Spieler gut einbinden? Dann, ach, recht witzig, die 10 Gebote für Spielleiter und dann sowas, was hier als fortgeschrittene Technik bezeichnet wird. Dem stimme ich nicht so ganz zu, aber gut, wird hier so bezeichnet. Rückblenden beispielsweise im Spiel. Wer also gerade nicht so viel Übung hat im Spielleiten, der findet da sicherlich noch einiges Neue, denke ich. Ja, dann werden verschiedene Antagonisten vorgestellt, Tiere, friedliche und kämpfende Akteure. Und dann geht es eine ganze Reihe lang um Gespenster, also um deren Eigenschaften, Wesen, was sie auf der Erde hält, eben Anker,
deren Manifestation besondere Kräfte, die man als Numina bezeichnet, verschiedene Arten, sowas wie beispielsweise ein Poltergeist und wie man eben mit Gespenstern umgeht und wie man sie besiegen kann, wie man sie loswährt. Und genau in diesem Kapitel sieht man eigentlich nochmal den Rückbezug zu dem Zitat, das ich ganz zu Anfang gebracht habe. Also dieses Grundregelwerk ist voll spielbar, wenn man wirklich ganz normale Sterbliche spielen möchte. Und das ist schon stark ausgerichtet auf Gespenstergeschichten. Die kommen nicht umsonst so umfangreich hier vor. Natürlich kann man auch andere Sachen damit spielen und darlegen, aber hier merkt man nochmal so ein bisschen den Fokus, dass das so ein bisschen in diese Richtung geht. Ja, und abschließend wird einem natürlich noch verraten, wie man Erfahrungspunkte vergeben sollte oder kann und wie man die eben ausgibt, wobei sich die Kosten für bestimmte Steigerungen vorne in diesen Übersichtsseiten im Rahmen der Einführung befinden und da nachlesen lassen. Ja, man sieht also, das ist ein sehr vollgepacktes Buch. Abgesehen von den Stimmungsgeschichten der ersten 30 Seiten gibt es hier eigentlich nicht vieles, was in Play ist. Es gibt zwar immer Beispiele zu den einzelnen Sachen, aber im Grunde sind diese 241 Seiten wirklich vollgepackt mit Regeln. Trotzdem sind es Regeln, die alle sehr eingängig sind, die sehr breit erklärt werden, also eigentlich recht schlank sind. Und man hat mit diesem Buch direkt die Möglichkeit loszuspielen, wenn man eben nicht direkt Vampire, Werwölfe, Magier etc. spielen möchte, sondern zufrieden ist damit, die NWOD erst einmal mit menschlichen Charakteren zu erforschen. Das war meine Vorstellung des Grundregelwerks zur NWOD.